Ding und willkommen zurück. Kawabanga Croissant. Kawabanga Croissant. Ey, dieses... Geht's dir? Gut. Ich hasse das da hochkommen. Die Steuerung ist... Ja, es ist so einfach. Du kannst einfach einen Wandsprung hin und her machen an der einen Stelle da, daneben. Ach, hier, ne? Stimmt. Ist recht. Das ist halt... Nee, zwischen den beiden Dingern einfach. Ah! Halt wirklich piss einfach. Das habe ich noch nie gemacht, das wusste ich nicht. Oh, wow. Also ich mache es normalerweise vom Schiff aus. Da gehe ich auch auf den Schornstein vom Schiff und fliege dann einfach rüber. Aber so ist halt auch piss einfach. Also was du da die ganze Zeit abziehst, keine Ahnung. Gut, Rigi, aber ich hab direkt ein kontroverses Thema für dich. Oha, ich bin bereit. Tja, das wird saure Kommentare geben, ne? Saure Kommentare. Welche ist die beste Schokoladenmarke? Kinder. Bin ich bei dir. Ja, so. Ich wollte auch gerade fragen, welche gibt's überhaupt? Ja, mir fiel jetzt auch gerade nur Milka und Lind ein. Milka, Lind, Kinder. Kinder habe ich gar nicht gedacht. Ja, aber Kinder ist einfach unangefochten die Kinder beste. Ist am besten. Safe, Digga, safe. So. Gar keine Diskussion. Thema beendet. Die haben so gute Sachen, ne? Also ich mag alles gerne von Kinder. Und auch wenn man zum Beispiel hier diese Kinder-Überraschungseischokolade. Mhm. Das ist halt die geilste, ne? Wenn es die dann so als Osterhasen oder als Nikolaus gibt und so, boah, kaufe ich mir ab und zu auch mal ein. Bin ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, ich esse ja selten Schokolade, bin ja eher der herzhafte Typ. Ich tatsächlich auch, aber wenn es die dann gibt, dann kann es schon mal sein, dass ich am Ladentisch da so mir denke, oh ja, komm, ja. Nimm mal einen großen mit, ne? Nimm mal einen großen mit. Und aber wenn, denn nur aus dem Kühlschrank. Nein, Schokolade, das ist mir egal. Doch, Hauptsache, muss auch nicht gefüttert sein. Nee, der muss erstmal ein paar Stunden in den Kühlschrank. Oh. Ja, dass wir uns da so einig sind. Verrückt. Ja, verrückt. Du bist doch normalerweise immer so ein Haribo Roulette Basic Typ. Ja, ich dachte, ich werde jetzt sauer. Aber Kirschschokolade ist ja basic. Nein. Also Milka finde ich basicer. Echt? Ich würde sagen, Milka wäre jetzt so die Basic-Antwort. Nee, ich glaube, Kinder ist ja das, was die Leute am meisten essen. Ob es ein Kinderriegel ist. Nee, ich glaube, Milka ist das. Ist Joghurette überhaupt von denen? Nein, Joghurette ist. Ist von Ferrero, ne? Das ist Ferrero Joghurette. Ah, ja, du weißt doch noch, als wir den riesen Berg Ferrero bekommen haben, Rigi. Da war doch Joghurette mit. Toller Korb. Aber ich habe ja so ein Riesending bekommen. Da konnte man sich ja sogar reinsetzen. Ja, ja, ne? riesig. Der war, also Wahnsinn war das. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte was googeln. Welche Schokolade ist in Deutschland Standard am beliebtesten? Standard. Kommt bestimmt nicht. Nee, ich glaube nicht. Auf der Hitliste der beliebtesten Schokoladensorten liegt mit großem Abstand die Milch- bzw. Vollmilchschokolade vorne. Oh. Gefolgt von Nougat-Schokolade. Bitterzapf, ja, aber... Ja, welche Marke? Ah, hier haben wir. Studie verrät, das ist die beliebteste Schokolade der Deutschen. Na? Digga, du wirst nicht mehr zufrieden sein, Ricky. Also, so wie ich gesagt habe. Milka ist auf Platz 1. Ja, okay, aber es muss ja keine Schokolade auf Platz 2 sein. Nee, auf Platz 2. Also, da kommst du niemals. Was um mal zu raten, was auf Platz 2 sein Lind? Könnte. Falsch. Boah, Ferrero? Ferrero ist insofern keine Marke, die da drauf ist. Kinder ist übrigens auch von Ferrero. Deswegen. Aber Kinder steht auch drauf. Hey, ich will das mal machen, ohne dass ich den. Ja, wird nicht. Ich sag's dir, weil du kannst nicht drauf kommen. Nee, bestimmt nicht. Platz 2 ist Rittersport. Rittersport? Ja. Die finde ich aber auch geil, muss ich sagen. Nee, die hasse ich auch wie die Pest. Wie die Pest? Wieso das denn? Das finde ich so eklig. Was? Rittersport-Joghurt, Digga? Absolut un... Oder Crisp, weiße Crisp oder so, mega stark. Ungenießbar. So, Platz 3 ist auch richtig wild, würde ich auch niemals denken, ist Merci. Merci. Ja gut, ja, aber das ist aber auch nur, weil die... Oh mein Gott. Die werden aber auch nur gekauft. Merci. Jetzt mach doch die beiden, dann mach die doch erst ab. Ja, mach ich doch. Ist doch fiese. Oh Mann. Mein Gott. Nee, dann mach ich. Naja, Platz 3 ist aber Merci, 4 ist Lind. Ja. Und auf Platz 5 kommt erst Kinder. Erstmal Merci. Kurz vor Toblerone. Ach, pass auf, erstmal Merci wird ja so oft gekauft, einfach nur, weil man die Leute sich bedanken wollen irgendwo. Aber kein Schwanz frisst das eigentlich wirklich gerne. Ist so. Facts.
Zweitens, ganz kurz zu dem Blooper hier. Ich habe es beim ersten Mal auch so gemacht bei dem anderen. Hat auch super funktioniert. Ich wusste nicht, dass ich jetzt hier so rumspinnt, die Scheiße jetzt hier. Ja, 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 bla bla. Gut, aber haben wir das mal geklärt, wissen wir jetzt, dass Kinder gar nicht so beliebt sind. Also die sind alle aber dicht beieinander tatsächlich. Deutschland hasst Kinder. Ich habe jetzt schon den Titel. Ja, gut, das stimmt, wenn man die Kinderarmut sich mal anguckt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema für mal anderes. Das wollen wir vielleicht hier nicht besprechen. Womit kann man sich denn zu Hause gut die Zeit vertreiben? Das ist eine Frage, die haben wir schon aufgestellt. Mit Ricky Mania Streams. Mit Ricky Mania Streams, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Ich würde sagen, ich hätte jetzt Netflix gesagt. Aber ein Ricky Mania Stream natürlich, wie ihr ja damals immer gesagt habt, so RP ist halt besser als jede Serie. Natürlich. Halte ich für ein Gerücht, aber gut, ist halt halbes Breaking Bad. Ganzes Hurensohn. Machst du nix. Okay, Ricky Mania Streams, Leute. Das ist die Antwort. Ich denke, das ist auch die Antwort, die ihr hören wolltet. Ne? Natürlich. Oh, guck mal hier, Ricky. Ich habe ja gerade den gleichen Themengenerator wie du und der möchte jetzt wissen, welches sein erstes Handy war. Ja, siehst du. Kommt mir bekannt vor. Wenn ihr das erfahren wollt, Leute, dann müsst ihr bei mir Zelda gucken. Ey, ich wollte doch den scheiß Tentakel greifen. Es ist aber auch die Steuerung, ist aber auch für den Schwanz. Oh, das ist ja auch eine tolle Frage. Okay, gibt es einen ehemaligen Freundin, den die du gerne nochmal treffen würdest? Es gibt meinen ehemaligen besten Freund, den wollte ich immer mal. Der hat auch letztens kommentiert mal wieder, ne? Als ob. Aber mit dem wir einfach zu wenig. Also der sagt jedes Mal, ich komme nicht besuchen. Dann macht er den Wolle und kommt doch nicht. Ich sag immer direkt, ich sag direkt von vornherein, dass ich nicht komme. Ja, das stimmt. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nicht so, dass ich dann plötzlich absage oder so, ne? Nee, das stimmt, das machst du nicht. Machst du nur bei TTT. Auf jeden Fall. Das ist immer so das Ding, wo ich sage. Da bin ich auch froh drüber. Ich sag, wie es ist. Da sag ich so, wie es ist. Ich wünschte, da würden wir noch wieder einigermaßen Kontakt miteinander fliegen und wieder öfters miteinander chillen. Weil früher als Kind war es natürlich schön, ne? Also, ich glaube auch, dass wir jetzt noch super klar miteinander kommen würden. Aber einfach die Wege haben sich einfach so voneinander getrennt. Er macht weiter Schauspielerei. Ich bin ein Online-Schmarotzer, weil das ist halt alles nicht so einfach mehr wie früher, ne? Was macht er? Warte, was? Er macht weiter eine Schaustellerei. Ach so. Und du bist ein Online-Schmarotzer. Ich bin Online-Schmarotzer. Das ist halt alles nicht mehr so einfach, Rollo, wie früher. Ja, ja, ja. Als wir noch Kinder waren. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemand nochmal wiedersehen will, aber du weißt ja, wie das ist bei mir, ne? Mirai. Hasse ja Menschen. Ja, mega Bock, Digga, mega Bock. Ja, wen würde ich gerne nochmal wieder? Ja, ganz klar. Ist doch ganz klar. Na? Die Ricky Mania natürlich. Oh ja, wir haben uns echt auch schon lange erst was gesehen haben, ne? Deswegen. Aber wir haben uns schon mehrfach gesehen. Ja, zwei. Und ich würde gerne mal wieder Ricky Mania sehen. Ja, dann komm vorbei nach Hamburg. Ich versuch's. Ricky, wie ist das denn, wenn wir dann in Hamburg sind? Schauen wir dann zusammen James Bond-Filme? Wieso James Bond? Weil die Frage ist, ob du gerne James Bond-Filme schaust. Nee. Ich glaube, ich habe nicht einen gesehen davon oder als so. Als Kind. Aber nur die Pierce Brosnan-Filme, die habe ich halt gerne gesehen. Aber du bist immer noch bei dieser Aufgabe. Ja, ich kriege ihn nicht hin. Ja, weil du die Dinger nicht abziehst. Ja, ich will die aber nicht abziehen. Erik, die nächste Frage ist tatsächlich, Frauen sind wie Hunde. Was sagst du dazu? Hä? Das ist die Frage? Das ist nicht die Frage, nein. Aber wäre witzig, ne? Hat Monte das nicht mal gesagt, irgendwie so? Das hat Monte mal gesagt. Aber tatsächlich braucht man da Kontext, finde ich. Weil im Kontextmäßigen sagt er nichts Böses. Nee, sagt er wirklich nicht. Das Grundsätzliche ist jetzt nicht clever gewählt, ja. Darüber lässt sich streiten. Aber der Kontext und die eigentliche Aussage ist tatsächlich eine gute Aussage. Aber jetzt die Frage, wie heißt dein Haustier? Pessi. Pessi, ist das die Katze? Nee, das ist der Hund und die Katze heißt Felix. Ist der Hund eigentlich jetzt bei dir? Nein, das ist bei meinen Eltern. Als ich schon umgezogen bin in das Haus nebenan, da habe ich ihn noch nicht mal mitgenommen. Weil erstmal, klar, sehe ich ihn immer wieder. Und zweitens, er hat sich halt da so wohlgefühlt. Ich möchte ihn halt nicht aus dem Umfeld, wo er sich halt wohlfühlt, rausziehen. Er hat sich drüben in einem anderen Haus nicht wohlgefühlt, also habe ich ihn da gelassen. Da hat er einen Garten. Mhm. Ne? So. War einfach schöner. Und sie heißt Pessi. Und hier, der Kater heißt Felix. Der war vor mir da, das ist ein Arschloch. Aber wo ist er gar? Er ist auch ein Schisser. Er versteckt sich ja auch, wenn Besuch kommt, im Schrank und sowas. Also, wir haben tatsächlich Kindersicherung gekauft für Schränke, weil er anfängt, die Schiebetüren vom Kleiderschrank mal aufzuschieben. Und sich dann zu verstecken. Clever. Ja, und jetzt Klamotten sind mal voller Haare. Ja, so generell, ja. Also, ich habe ja gar kein Tier, ne, von dem ich jetzt den Namen nennen könnte.
Und jetzt kommt's auch noch, kommt noch dicker. Ich hatte noch nie ein Tier. Vielleicht würde dir eine Katze mal ganz gut tun. Ja, ich hätte halt eigentlich gerne einen Hund, aber dafür muss ich halt erstmal ein bisschen beweglicher sein. Ach, glaube ich nicht. Weil ich will dem Hund ja nicht antun. Ja, aber wenn du einen Hund hast, dann hast du einen Zwang rauszugehen. Das hat ja zum Beispiel Tai auch jetzt mit dem Hund, der hat sich einen Hund aus Kroatien geholt. Einen Hund aus dem Tierheim, der sonst gestorben wäre und so, ne? Also von der Straße. Von daher, also ich glaube tatsächlich, dass du eher positiv das brauchst hast. Musst du nicht ansprechen. Muss ich nicht? Du musst den Knopf drücken und dann geht's los. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Wer war nochmal der Beste? Pink, ne? Ja, get ich, aber das Ding ist halt, ja, wie gesagt, das Problem ist halt, ich kann halt nicht weit laufen und so. Also wirklich nicht. Und da würde der Hund ja dann plötzlich nichts dran ändern, so, ne? Dann müsste ich, wie gesagt, das ist, nee. Ja, ich verstehe. Also ich hätte schon gerne, aber momentan dann doch. Ne, ich verstehe, was du meinst. Ey, das ist so nervig, wenn du aus dem Level wieder rauskommst, ne? Oh, ist das anstrengend. Ja, ich verstehe, ja, was Regie, du meinst. Ja, Regie, da hast du dir was angetan, ne? Und du dachtest, das wird einfacher als Mario 64, ne? Nee, ich meine, aber immer noch Spaß. Das ist ja trotzdem aber ein Spiel, wo ich weiß, das kann ich durchspielen. Ich hab Spaß meines Lebens gerade hier. Du nicht? Das ist aber auch die Steuerung am Wasser. Es ist natürlich, klar ist es ein bisschen, aber es ist auch, das hier ist das Spiel, das hier, Wollo, ist das Spiel meiner Kindheit. Wie fühlt sich das an? Armer Kerl, du tust mir so leid. Also, das ist krass. Krass, wie leid du mir gerade tust. Das die Kindheit war. Und ich hab's damals als Kind nie geschafft, durchzuspielen. Ich hab's damals tatsächlich in meinem Let's Play mein letztes Let's Play hierzu, habe ich tatsächlich das erste Mal durchgespielt. Ich glaub dir sofort, dass du das als Kind nicht durchspielen konntest. Weil in diesem Spiel ist ja auch die unfaire Sache, dass man keine Sachen überspringen darf. Wie in Mario 64 zum Beispiel. Nee. Wenn du irgendwas nicht kannst, hängst du halt fest. Oder wenn du irgendwas nicht raffst, was du machen musst, dann hängst du fest. Ist halt mega scheiße. Ist halt ein Grund, warum ich sage, dieses Spiel ist eigentlich... Erzähl ruhig ein bisschen was, wenn ich mich hier ganz kurz mal 5 Minuten konzentrieren muss. Wer konzentriert sich, Leute? Ja, ist ja gut. Erzählen Sie was. Darf ich denn trotzdem noch reden, oder? Naja, ich meine, du sollst was erzählen. Erwünscht. Du sollst reden, wenn ich die Fresse halte. Ja, weil ich habe ja auch gerade die nächste Frage aus dem Themengenerator. Und zwar, ob ich eine Nahrungsmittelallergie habe. Und ich sag mal so, ist jetzt offiziell nicht bestätigt, aber ich bin mir fast sicher, dass ich eine habe. Welche? Weil, ja, keine Ahnung, alles. Gluten, Fructose, Laktose. Mir fehlt hier eine Münze. Ja, irgendwo ist die. Was ist denn jetzt nur mit der Steuerung? Oh. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit der Kamera? Ich mach gar nichts, ich drück gar nichts, ich hab nichts gedrückt! Oh. Ich hab auf jeden Fall Laktose und Fructose. Bist du sicher? Ja. Wurde das getestet? Nein. Also ich denke tatsächlich auch bei beiden Sachen, dass ich es habe. Laktose wurde mal getestet. Ich weiß auch bei diesem, wie wir im Test saß, ne? Mhm. Und da musste jeder so ein Glas trinken mit Laktose und dann in so ein Gerät pusten. Und ja, das ging dann los. Und die meinen dann so, ja, wenn der Wert auf ihrem Gerät so und so ist, dann ist sicher, dass sie Laktose haben, dann sind wir fertig. So, ich habe das Ding ausgetrunken. 10 Minuten später war mein Bauch schon so am Grummeln, dass ich das erste Mal auf Toilette musste. Und dann... Ne? Mhm. Ich puste in das Ding und ich hatte den Wert einfach verdreifacht. Okay. Den man brauchte. Und dann sagen sie, ja... Und alle anderen, bei denen ist noch nicht mal losgegangen. So ein bisschen. Und dann denke ich, ja, sie sind schwer laktoseintolerant. Und... Zum Fructose-Test bin ich leider nicht gegangen, weil mir damals der Arsch so weh tat und man da so lange sitzen musste. Und dann dachte ich mir, das schaffe ich nicht nochmal auf diesen ungemütlichen Stühlen. Ja. Tut so da weh. Tja, aber mittlerweile würde ich sagen, ne, weil selbst wenn ich nichts mit Laktose esse, sondern irgendwas anderes, kacke ich ja auch voll ab. Bin ich mir fast sicher, dass ich Fructose auch habe. Ja, also müsste ich auch mal beides testen. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil es sind halt die üblichen Sachen, ne? Und wie gesagt, ich gehe ja auch mindestens, also gerade auch jetzt, ich gehe mindestens 3-mal am Tag scheißen. Ja, das finde ich voll wenig. Wenn ich nur 3-mal am Tag scheißen gehen würde, würde ich mir denken, geil. Ja, aber für einen Otto-Normalverbraucher ist das schon ganz schön viel. Also ich war heute schon öfter als 3-mal. Ja, wie gesagt, aber als Otto-Normal-Arsch ist das schon echt... Ja, klar. Das ist was für Profis. Ja. Das ist, so als Anfänger würde ich das keinem empfehlen. Nee. Was ich da mache. Oh, ja, letztens hatte ich gegessen, es war so dumm, aber ich habe es geliebt. Ich habe früher immer gerne gegessen von Ciaobella. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube nicht.
Nee, die waren früher bei mir im Netherfeld Center, bei mir im Einkaufscenter, wo ich. Ja, nee, wenn das sowas ist, kenne ich nicht. So, und das ist so eine Marke, weißt du? So, und ich hab denn jetzt letztens, oh, die liefern, weißt du, bei uns hier. Geil. Ja. So, habt ihr bestellt. Und dann habe ich früher mal gerne gegessen, Tortellini in Käse-Sahne-Sauce. Oh, Digga. Und hab die mir bestellt, ne? Hätte ich halt auch gerne, aber unmöglich. Hab ich bestellt, Wollo. Du machst dir kein Bild. Ich mach mir ein Bild. Ich hab an den Spülrand geschissen. Ich hab so doll, es hat so gespritzt, dass ich den Spiegel nicht getroffen habe, auch alles. Es ist halt so, bei mir ist es manchmal so heftig, es macht dann einmal so, psch, ne? Und die ganze Schüssel in komplett rundherum, fupp zu. Innerhalb von einer Sekunde. Es ist halt wirklich so, also da sitzt der Druck drauf, ne? Das ist ja des Todes. Ich kenn das. Jetzt brauchen wir nicht, ich kenn das. Ach, fühl dich. Das ist so schlimm. Küsse deinen Schmerz, wie man so schön sagt. Ja, es ist krass, oder wie ähnlich wir uns doch wieder sind bei sowas, ne? Muss nach rechts. Ich weiß, wo sie ist. Zwischen diesen beiden. Ja. Ich hab's gesehen. Ja, das schaffst du jetzt. Ich glaube, das schaffst du nicht. Doch, ich muss nur noch einmal drehen jetzt. So, Leute, jetzt voll Fokus hier. Wir konzentrieren uns jetzt alle. Wenn wir mit unseren geballten Fokus schaffen. Na, Halleluja. Muss aber auch noch die Scheine einsammeln. Da kann man sterben. Wenn du die nicht vernünftig triffst. Atmen. Sieht doch gut aus. Jetzt Luft anhalten. Ich hätte dich sterben lassen dafür. Nicht das Spiel wäre. Oh mein Gott. War mir auch fast sicher, dass du tot bist. Ich auch. Oh mein Gott. Ja, guck mal, sowas Leichtes. Ja. Hat man noch nicht gesehen. Das Spiel ist auch eigentlich schwer, es ist einfach nur anders. So wie wir in den letzten Part festgestellt haben, ne, wir hassen anders. Anders war schon immer nicht gut. Nee. Das stimmt wohl. Odyssey zum Beispiel auch ist auch nicht gut. Odyssey habe ich hier, ich hab's nicht mal geschafft bis nach dem Ich hab das Spiel hier. Ich hab's nicht mal nach dem Kaskaden-Kingdom geschafft, ne? Nicht mal bis dahin? Nee. Dann hast du ja wirklich nicht viel gespielt. Nee. Es hat mir auch einfach von Grund auf an keinen Spaß gemacht. Ich habe einmal in einem Let's Play 500 Monde geholt. Also dieses Darker Side oder so, wie sich das nennt. Ja. Es gibt normal durchspielen, Dark Side, Darker Side und 100%. Ich habe es Darker Side gemacht. Das war okay. Aber auch schon ein bisschen krampfig, ne, muss ich sagen. Das war auch nicht so. Würdest du sagen, dass das ein Spiel, was mir Spaß macht? Müsste eigentlich, weil es halt viel durch die Gegend laufen, erkunden. Die Welten erkunden, eigentlich genau dein Ding. Ich würde einfach nur wollen, dass ich schnell den Marvel-60-Skin kriege, ne? Ja, das kann man schnell schaffen, das dauert nicht lange. Sag mal, einmal das Spiel normal durchspielen. Sag mal, will der jetzt hier sterben mal langsam oder nicht? Haben wir nicht. Shadow Mario. Wir wissen alle, wer du bist. Oh, ich hab keinen. Ne? Wer ist das denn? Das ist, Nicht verraten. Daisy. Überraschen. Oh, mein Gott. Es ist wirklich manchmal fragt man sich. Ich mach's wirklich nicht mit Absicht. Das kann ich dir. Es ist schwierig, dir das zu glauben. Wo muss ich denn hin jetzt? Geh einfach wieder an den Anfang und dann hoch. Ja. Mann, Wollo. Du kannst doch nicht sauer sein, wenn andere einfach nicht so gut sind im Videospielen wie du. Ich bin ja nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, das macht's ja noch schlimmer. Das war das Ziel. Ach, Mann. Ja, du machst das schon, aber man wundert sich halt manchmal. Man wundert sich einfach. Ich glaube auch, dass das Spiel nicht. Wie das jetzt passieren kann, sowas. Das frage ich mich auch manchmal. Ich bin halt auch einfach nicht mehr gewohnt, ne, muss man sagen. Das ist ja auch das zweite Mal, dass ich. Überleg mal, wie oft ich in letzter Zeit Mario-Spiele spiele. Ja, oder generell ein Videospiel, das man als Videospiel bezeichnen kann. Ja, gar nicht. Ja, nee, das ist ja. Oh mein Gott, das ist aber auch. In solchen Momenten denkt, muss man sich dann auch wieder die Frage stellen. Er läuft einfach nach links. Wieso läuft er jetzt einfach nach links? Das ist irgendwie. Jetzt geh da hin, das geht nicht. Ich hab Angst, dahin zu gehen. Ah, hab ich. Hopp. Oh. Hopp. Genau, jetzt zum die rettende Düse. Oh. Kann im Grunde nicht mehr schief gehen. Oh. Ja, man weiß es nicht. Ricky Mania findet immer einen Weg. Ich finde immer einen Weg. So, für den letzten kann ich ja eh noch nicht machen. Ich brauche ja einen noch nicht freigeschalteten Charakter hierfür.
Luigi. Oh, weißt du noch, wer waren das nochmal, den wir gesagt haben, als er das erste Mal für Mario 64 durchgespielt hat, dass er noch Luigi freischalten muss? Wer waren das nochmal? War das nicht Rico Dexter oder so? Wo wir gesagt haben, du musst noch Luigi freischalten, bevor du das Spiel auf 100% hast? Keine Ahnung, ich wüsste nicht, dass ich das jemals gesagt habe. Ich habe das jemals gesagt. Das ist das gleiche, wie du mir damals zu mir gesagt hast, Ricky, bevor du bei Wave Race jetzt endest, musst du nochmal alle Silbermünzen sammeln. Oh, war das dumm. Und du hast wahrscheinlich einen Arsch abgelacht. Ey, es war auch so geil, weil alle haben einfach mitgemacht. Alle, die da waren. Alle haben mitgezogen. Keiner hat es dir gesagt. Alle haben so getan, als wenn es diese Silbermünzen wirklich geben würde. Arschlöcher, wirklich reine Arschlöcher. Einfach geglaubt. So, meine Lieben, beim nächsten Mal werden wir einen dieser schwierigsten Bosse hier töten. Nee. Doch. Warum ist Glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Doch, das schaffen wir. Und wir sind kurz vorm Game Over, Leute. Das wird also richtig spannend. Ja. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Oh.